Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Rosole Miso. Bevor die Reisprobe weitergeht, möchte ich in diesem Video kurz erklären über Reiswaschen. Viel Spaß! Warum muss man denn Reis waschen? Ich erkläre ganz von vorne. Zwar, ich habe schon mal euch ein Video gezeigt, ich habe selber Reis angebaut, zu Hause im Garten. Und letztes Jahr habe ich geerntet und diesen Reis kann man ja nicht sofort essen. Warum? Erstmal, Reis ist ja so eine Pflanze und jetzt noch dran. Und das muss man erstmal von der Pflanze entfernen, nur Korn entfernen. So, das demonstriere ich jetzt. Normalerweise wird ja alles mit Maschine gemacht, natürlich. Aber jetzt, wie es funktioniert, kann ich auch etwas manuell machen. Zwar so eine Tasse oder sowas. Und dann hier drauf und dann hier zieht und dann jetzt von der Pflanze entfernt. Entfernte Korn sind das hier. Aber das kann man noch nicht essen. Reis hat ja so Außenschichte. Das ist, nennt man Pelz oder Pil, ja, irgendwas. Und das muss man auf jeden Fall entfernen. So kann man nicht essen. So, wie man machen kann. Natürlich, das wird auch mit Maschine gemacht. Aber jetzt demonstriere ich mit Silikonplatte oder sowas. Das ist eigentlich für Topfdeckel mit aus Silikon. Jetzt lege ich mal den Reis mit Pelz drauf und reibe ich. So. Und dann hier nicht alles, aber ein Stückchen jetzt entpelzt. Ich lege mal drauf. So sieht es aus. Das sind sogenannte Vollkornreis. Das kann man schon essen. Und Vollkornreis ist gesund natürlich, weil da sind ja so viele Mineralien und Vitamine dran. Aber es gibt Schwierigkeiten. Zwar diese sogenannte, man sagt Kleie, eine Außenschicht, heißt Kleie. Und Kleie ist gesund, da sind so viele Mineralien und, so wie ich gesagt habe, Nährstoffe drin. Diese Schicht stört beim Kochen und geht Wasser und Hitze nicht so leicht in die Mitte. Und dann dauert wirklich stundenlang, wenn man richtig weich kochen möchte. Und deshalb, diesen Reis, sogenannten Vollkornreis, muss man schleifen. So, dafür braucht man unbedingt eine Maschine. Und das habe ich zufälligerweise hier in Deutschland, ich habe ihn aus Japan mitgebracht. Das habe ich schon mal in meinem Video gezeigt, aber jetzt zeige ich auch noch mal. So, das ist die Schleifmaschine für den Reis. Und das ist kleine Maschine, das ist eigentlich für eine Familie. Und dieser Vorgang nennt man Seimai. Da wird
Vollkornreis geschliffen und wird sogenannte weißer Reis. Und das demonstriere ich. So, erstmal mache ich ein Messbecher Vollkornreis, tue ich da rein. Und dann kommt dieses Zeug da rein. Und außen, hier innen, ich ziehe so, wie Sieb. Und diese Dinge wird gedreht und dann wird Reis geschliffen. Erstmal zumachen. Und dann blinkt. Jetzt habe ich eine Tasse, deshalb eine Tasse. Und hier ist weißer Reis. So, dann Start-Button drücken. Fertig. Wow, total weiß geworden. So, dann hebe ich auf. Jetzt sogenannte weißer Reis. Nachher vergleiche ich, wie das geworden ist. Und jetzt, was ich euch auch zeigen möchte, das sind Kleie. Sogenannte Außenschichte von Vollkornreis. So, dann erstmal Vergleich. Das war der vorher Vollkornreis und nachher weißer Reis. So, jetzt zoome ich. So sieht es aus. Das ist brauner Reis und das ist weißer Reis. Wieder ins Hauptthema zurück, und zwar dieser Reis ist gerade geschliffen, aber um Reis sind noch natürlich Pulver dran. Pulver, man sieht vielleicht nicht, aber ich fühle schon ein bisschen noch. Man kann auch pusten, aber trotzdem bleibt er noch dabei. Und diese sogenannte Rest von Kleie oder vielleicht mal auch noch Schmutz, weil Reis aus der Erde kommt, nicht aus dem Feld kommt. Und deshalb solche Schmutz und auch noch Kleie, Reste, alles sollte man sauber machen. Und dann schmeckt es viel, viel besser. Und natürlich, so wie ich jetzt gemacht habe, wenn ich jetzt geschliffen, jetzt Semai gemacht und sofort essen, dann ist das nicht so große Problem. Aber dann, normalerweise, diesen Reis wird verpackt und vielleicht mal, bis du kaufst, dauert ein paar Monate bis ein Jahr. Oder noch länger könnte es sein. Dann wird diese Kleiereste oxidiert oder so veraltet. Und Klei hat auch Fett. Veraltetes Fett ist nicht gut. Doch ein bisschen giftig. So schlimm ist das nicht, aber giftig. Und das muss man richtig beseitigen. Dafür muss man unbedingt Reis waschen. Und zwar bei allen Reis normalerweise sollte man waschen. Egal, Rundkornreis, Basmati-Reis. Ich empfehle euch, Reis zu waschen. Jetzt zeige ich, wie das Wasser trüb wird.
ist ziemlich trüb. Ja, das ist sogenannte Reste von Klei und Schmutz und vielleicht mal auch Kohlenhydrat von innen, Mitte. So, das muss man beseitigen. So, dafür muss man immer waschen. Und zwar jetzt einmal Wasser raus. Das ist eine kleine Menge, da braucht man nicht so viel Wasser. Dann ist das Wasser ziemlich klar. Aber dann geschliffen heißt, Außenschicht von Reis ist ziemlich rau. Und das möchte ich etwas glatter machen. Deshalb am Ende auf den Händen reiben. Übrigens, diese Behälter gibt es auch Variante aus Metall. Wer gegen Plastik ist, kann auch aus Metall kaufen. Mal eine Arbeitskollegin sagte, das ist so bequem und ich werde wirklich empfehlen. So, jetzt ist das Wasser ziemlich weiß geworden. Ich habe ein bisschen zu viel gemacht, muss man nicht so viel. So, jetzt muss man dann richtig nochmal 2-3 Mal waschen und jetzt nicht mehr reiben, sondern einfach Wasser wechseln. So, und jetzt ist auch wichtig, wenn man zu viel Wasser wechselt, dann geht Geschmack von Reis auch weg. Deshalb sollte man nicht zu viel danach Wasser wechseln. 2 Mal reicht eigentlich. So, dann natürlich, wie ich gesagt habe, Reis einweichen im Wasser, im kalten Wasser. Vielleicht mal erzähle ich nochmal in einem anderen Video. Also dann, bis dann, tschüss.